Der Wald, ein wichtiger Bestandteil unseres Planeten. Er bietet Lebensraum für unzählige Lebewesen und Organismen. Bäume liefern Sauerstoff und filtern Kohlenstoffdioxid aus der Luft. Der Waldboden filtert rund 60% des gewonnenen Trinkwassers. Jedoch wird das Gleichgewicht des Waldes bedroht. Von uns Menschen. Die Schadstoffbelastung der Menschen verdichtet die Ozonschicht. Die Folge ist eine schnellere globale Erderwärmung, welche vielen Pflanzen und Tieren Probleme bereitet. Die Erderwärmung ist ein ganz natürlicher Prozess. Der Mensch beschleunigt diesen Vorgang jedoch, was sich negativ auf das Gleichgewicht unseres Planeten auswirkt. Die Erde erwärmt sich so schnell, dass man sich die Frage stellt, ob sich der Wald zukünftig daran anpassen und seine essentiellen Aufgaben wie die Holzproduktion, Schutz vor Naturgefahren wie Erdrutschen oder Überschwemmungen oder den Lebensraum für Tiere und Pflanzen weiterhin erbringen kann. In der Schweiz beträgt die Erwärmung seit Anfang der Industrialisierung bereits rund 2 Grad. Für Wälder und Pflanzen in der Schweiz bedeutet diese Erwärmung eine Verschiebung der Vegetationszonen um 500 bis 700 Meter in die Höhe. Zukünftig wird es für die Bäume zu warm sein. Sie werden in die Höhe ziehen müssen, wo die Temperaturen ihren Bedürfnissen entsprechen. Es gibt Baumarten, welche diese höheren Temperaturen bevorzugen. Diese kommen aber nicht aus der Schweiz, sondern hauptsächlich aus Ländern südlich der Alpen. Man fällt die beschädigten Bäume und ersetzt sie durch neue Arten wie die Lärche und die Fichte. Diese Arten benötigen nur wenig Wasser. Es entsteht ein Mischwald, welcher bei jeder Jahreszeit und auch unter Temperaturunterschieden von einigen Grad bestehen kann. Dies ist jedoch noch lange nicht beruhigend. Der Sommer 2018 war ein warmer und trockener Sommer. Viele Bäume wurden geschwächt. Für den Borkenkäfer waren diese gefundenes Fressen. Öftere Hitze- und Trockenheitsperioden werden zu vermehrten Problemen mit Borkenkäfern und anderen Schädlingen führen. Es stellt man sich die Frage, was kann ich nun eigentlich tun, um den Klimawandel zu verlangsamen? Viele unserer Handlungen haben große Auswirkungen auf die Umwelt. Es sind die alltäglichen Handlungen, die einen großen Einfluss auf die Gesundheit unseres Planeten haben. Mehr als die Hälfte des Hausmülls in Deutschland besteht aus Verpackungen. Durch den Kauf loser Waren kann man diesen Müllberg reduzieren. Riesige Flächen des Regenwaldes werden abgeholzt, um Weiden- und Sojaplantagen zu schaffen. Es folgt ein hoher Ausstoß von Kohlenstoffdioxid und die Photosynthese der Bäume wird verhindert. Versuche also, wenn möglich, regionale Waren zu kaufen. Verzichte auf das Auto oder andere motorbetriebene Verkehrsmittel, wenn möglich. Die Abgase verschmutzen die Erde und verdichten ebenfalls die Ozonschicht.